5.8. verlassen wir die Isle of Skye, fahren nach Fort William, müssen unterwegs aber noch einmal zwischenladen. Beim morgendlichen Ladevorgang teilen wir uns die Ladesäule mit einem BMW Hybrid. Ich finde den Ladeanschluss am i3 besser angebracht als hier vorne über dem Radkasten. Thank you.
Wir sind am ChargePoint Shield Shop and Service angekommen. Dort steht eine Ladesäule, deren Display aber leider anzeigt, sie sei defekt, out of order. Jetzt müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Da der Charger defekt ist, müssen wir jetzt den Range Extender zum Einsatz bringen. Der verlängert unsere Reichweite jetzt um voraussichtlich bis zu 180 Kilometer. So viel brauchen wir gar nicht. Aber 50 Kilometer mehr werden uns schon helfen. Vor Williams sind wir tatsächlich noch in einen Stau geraten. Unglaublich aber wahr, auch das gibt es in Schottland. So, nachdem wir heute für etwa 15 Kilometer Fahrstrecke den Range Extender einsetzen mussten, habe ich jetzt in Fort William das Vergnügen, den Tank wieder aufzufüllen und insgesamt das Fahrzeug einmal sauber zu machen. Es ist ganz schön dreckig hier drin nach anderthalb Wochen. Reifenluftdruck möchte ich auch mal überprüfen und natürlich muss ich den Akku wieder aufladen. Ich zeige euch das gleich. So, da ist auch schon der ChargePoint. Wenn möglich, bitte wenden. Da fahren wir jetzt einmal dran. Hoffen wir, dass der im Unterschied zu dem ChargePoint heute unterwegs bei Shields tatsächlich funktioniert. Mit 17% State of Charge. Und wenn jetzt hier Richtung 85% vollladen. Mal sehen, wie schnell das geht. Die Station hier hat eine Besonderheit. Offensichtlich gibt es hier kein AC-Ladekabel. Doch, es gibt es. Aber das hat jemand hier an der Seite hingehängt. Wahrscheinlich, weil es sonst nicht mehr im Halter hält. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen. Wir versuchen es direkt mal mit der DC-Ladung. Das ist jetzt schon ein gewohnter Handgriff. Wir aktivieren den Lader mit der Karte. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Dann einstechen. Da brauche ich jetzt allerdings einmal die zweite Hand. Das geht. Und Start der Ladung. Kann man das erkennen? Der Lader initialisiert sich kurz. Jetzt müssten wir hier gleich den State of Charge und die Ladegeschwindigkeit sehen können. Was hier im Hintergrund so einen Lärm macht, ist dieser LKW, der hier gerade einparkt. Insgesamt ein größerer Parkplatz, auf dem nicht nur PKW stehen, sondern auch LKW, Busse und hier in der Mitte einige Wohnmobile. Da hinten ist auch noch ein Lidl-Markt, vielleicht gehe ich gleich noch was einkaufen.
Ja, wie weit ist unser Lader? Er hat gestartet. Er lädt. Voraussichtliche Ladezeit 28 Minuten. Das ist bis etwa 85%. Aktueller Ladestand 17%. Da haben wir also hier ein bisschen was zu tun am Laden. Die Information über die ID des Ladepunktes von ChargePlace Scotland. Und dann ist ja auch ganz gut beschrieben, wie man den Ladevorgang startet, wie man im Zweifelsfall die Helpline erreicht, sowohl per E-Mail als auch per Telefon. Einige Warnhinweise. Ich finde es ganz gut gemacht. Und bis auf den einen Ausfall hilft auch die Beschilderung. Blau bedeutet, am Lader ist in Benutzung, grün ist frei. Genau auf dem Ladeplatz stehen wir auch. Ja, und in der Regel sind sie eben auch nicht zugeparkt. Hier nochmal der Blick auf unseren i3. Der lädt jetzt. Wir haben ja ein bisschen was zu tun. So, während das Fahrzeug lädt, Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Nach etwa zwei Drittel unseres Urlaubs. Hat der BMW i3 die in ihn gesteckten Erwartungen als Elektrofahrzeug, als Stellvertreter für eine ganze Kategorie aus unserer Sicht erfüllt? Ich denke, ja. Was hat uns gefallen? Die Kombination aus Drive Module und Live Module, wie BMW das nennt, also eine leichte Carbonfaserhülle auf dem schweren Untergestell, wo die ganzen Fahrkomponenten einschließlich des Akkus zwischen den Achsen untergebracht sind, die gibt für die Form des Fahrzeugs doch eine erstaunliche Agilität. Denn wenn man sich das Fahrzeug so ansieht, hat es zwar eine moderne Form, aber ist ja doch etwas höher bauend als eine normale Limousine. Und ich denke, es wird eher unterschätzt. Auch ich habe bisher den BMW i3 eher unterschätzt, was die Agilität angeht. Mit dem tiefen Schwerpunkt, mit dem Einschlag der Vorderräder, der möglich ist, ist das Fahrzeug in der Stadt außerordentlich wendig. Es ist aber auch auf längeren Strecken gut zu gebrauchen. Der Fahrerlebnisschalter mit den drei Modi Komfort, Eco Pro und Eco Pro Plus bietet für den jeweiligen Einsatzzweck das Richtige. Ich bin die meiste Zeit in Eco Pro gefahren. Das hat hier in Schottland völlig ausgereicht. Das bedeutet Höchstgeschwindigkeit 130 km/h. Hier darf man eh nirgends schneller als 112, glaube ich, sind es km/h fahren. Umgerechnet sind das 70 Meilen. Außerdem ein Verzicht auf die Höchstleistung der Klimaanlage. Die haben wir in Schottland nicht gebraucht. Also keine Einschränkung und immer noch genug Fahrdynamik. Ich bin teilweise auch in Eco Pro Plus gefahren. Das bedeutet dann Höchstgeschwindigkeit 90 km/h und keine Klimaanlage. Auch das hat funktioniert. Gerade heute, als wir den Range Extender benötigt haben, war das willkommen, nochmal das letzte Quäntchen an Reichweite rauskitzeln zu können. Insofern bin ich mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Würde ich es mir kaufen? Hier in Schottland? Vielleicht schon. Zu Hause auf keinen Fall. Und das liegt nicht an den Fahreigenschaften. Das liegt auch nicht am Stauraum, sondern das liegt schlicht und ergreifend an der zu kleinen Batterie. 33 Kilowattstunden oder 94 Amperestunden, wie BMW das nennt, ist mir persönlich einfach zu wenig. Und je schneller man fährt, umso schneller schrumpft die Reichweite. Da hilft dann auch der Range Extender nichts, denn man will ihn ja nicht regelmäßig benutzen. Das ist ja eher eine Notlösung. Und als solche haben wir sie heute auch genutzt. Es brummt dann ein bisschen im Heck. Ansonsten merkt man nicht viel davon. Der Range Extender schafft es im Wesentlichen, die Reichweite auf demselben Niveau zu halten. Für mehr reicht es dann auch nicht. Ich brauche bei meinem Fahrprofil ein deutlich reichweitenstärkeres Fahrzeug. Insofern für den Urlaub und für die gemeinsame Erfahrung mit meiner Frau war das richtige Fahrzeug hier in Schottland. Ich würde es auch jederzeit wieder mieten.
Ich würde es mir so aber nicht kaufen. Dazu müsste die Batterie etwa doppelt so groß sein. Dann könnte ich mich damit anfreunden. Schauen wir uns den Stauraum doch einfach mal zusammen an. Ich beginne mal am Heck. Mach mal die Klappe auf. Sie schwenkt weit genug nach oben. Und dann hat man einen Stauraum, der für ein bis zwei normale Gepäckstücke durchaus ausreichend ist. Mit unseren großen Taschen haben wir hier in der Regel eine Tasche quergelegt, die zweite dann über die umgeklappte Sitzbank nach vorne bis hinter den Beifahrersitz. Das kann ich euch jetzt momentan nicht zeigen, denn noch haben wir zu viel Gepäck im Auto, aber ich zeige euch trotzdem mal, wie das im Innenraum so aussieht. Ja, das ist jetzt der Blick von der linken Seite. In Schottland ist das die Beifahrerseite. Über das Türkonzept ist ja schon viel gesprochen worden. Man hat ja hier diese nach hinten aufgehende Beifahrertür. Auf der Rückbank liegt jetzt einiges rum, denn ich möchte das Fahrzeug gleich noch aussaugen. Vieles ist gesagt worden, dass das in Parklücken teilweise etwas unpraktisch sein kann, wenn man zwischen beiden Türen eingesperrt ist. Ich habe es soweit eigentlich ganz gut gefunden. Ich habe mich damit arrangiert, mit dem Türkonzept. Es hat auch seine Vorteile. Und für den Platz, für uns zwei, war das völlig ausreichend. Der Gurt des Fahrers bzw. Beifahrers an der B-Säule befestigt ist, daran muss man sich einmal gewöhnen. Da hat man es eben auch verstanden und es kommt in der Regel zu keinen Problemen. Optik im Innenraum. Wir haben hier tatsächlich recycelte Materialien für die Türinnenverkleidung. Beim Preis des Fahrzeugs etwas gewöhnungsbedürftig. Andererseits hat unser Fahrzeug eine Lederausstattung und helles Holz hier im Cockpit. Ich finde persönlich, das sieht ganz schick aus. Kofferraum nehmen. Frunk hat das Fahrzeug auch noch einen Frontkofferraum. Manche nennen das auch Frofferraum. Im Englischen wird oft vom Frunk gesprochen. Da schauen wir auch mal rein. Hier liegt momentan ein Typ 2 Ladekabel drin. Darüber hinaus das Standard-Ladegerät zum Laden an der Steckdose. Ansonsten ein Benzinkanisterchen, um im Zweifelsfall Treibstoff auffüllen zu können. Hier ist noch die Nachfüllöffnung für die Scheibenwaschflüssigkeit. Im Meer passt unter diese kleine Haube dann auch nicht mehr drunter. Das reicht auch, denn der vordere Überhang ist recht kurz geraten. Das finde ich auch recht praktisch beim Wenden sowie beim Parken. Mehr. Laden wird das Fahrzeug auf der rechten Seite am Heck. Dort ist der Stecker für CCS bzw. Typ 2 angebracht. Da steckt hier gerade der CCS-Stecker drin. Und die Buchse ist dort angebracht. Der CCS-Stecker steckt jetzt gerade im Ladeanschluss. Und ebenfalls auf der rechten Seite, aber am vorderen Kotflügel, kann man hier tatsächlich Benzin einfüllen. Wir haben ja einen Rex an Bord, einen Range Extender, einen kleinen Benzinmotor, der glaube aus dem BMW Motorradbereich kommt, der uns aber heute noch mal rund 20 Kilometer zusätzliche Reichweite beschert hat, als die eigentlich eingeplante Ladesäule ihren Dienst verweigert hat. Das war schon ganz hilfreich. Da hat man hier ein Fahrerinformationsdisplay im Lenkrad. Das zeigt aktuell den Ladezustand an. Ansonsten während der Fahrt sind das die für die Fahrt notwendigen Informationen. Fahrgeschwindigkeit. Ihr seht hier unten die Kontrollleuchten und die Reichweite, die typischerweise in Kilometern angegeben wird. Man kann sie aber über diesen Schalter für den Bordcomputer sich auch in Prozent anzeigen lassen. Tageskilometerzähler und ähnliche Anzeigen sind hier drin. Die Hauptanzeige ist jedoch hier in der Mitte dieses Display, wo aktuell das Navigationssystem angezeigt ist. Alternativ kann man hier auch die aus dem iDrive von BMW aus anderen Fahrzeugen bekannten Funktionen sich anzeigen lassen. Es gibt hier unten diesen Drehdrücksteller. Links hier sitzt der Fahrerlebnisschalter mit der Umschaltung zwischen Komfort, Eco Pro und Eco Pro Plus.
Ansonsten hat das iDrive eben für bestimmte Funktionen, zum Beispiel Telefon, Navigation, Media und Radio, diese festen Tasten. Wenn ich also hier zum Beispiel auf Navigation drauf drücke, dann geht hier oben der Navigationsbildschirm an. Hier unten kann man verschiedene Optionen auswählen, zum Beispiel was der Bildschirm anzeigen soll, und auch eine Zurücktaste gibt es hier unten. Ja, soweit alles bekannt, auch aus anderen BMW-Fahrzeugen. Da das jetzt, da ich bereits 10 BMW mein eigen genannt habe, bin ich damit natürlich recht gut klargekommen. Ansonsten in der Mittelkonsole sind hier neben dem Ein-Ausschalter und Lautstärkeregelung, zum Beispiel für Radio- und Navigationssystemansagen, 8 Speicherpositionen vergeben. Da kann man Ziele fürs Navigationssystem oder auch Radiosender drauf ablegen. Rechts gibt es hier diese Wahltaste rechts, links oder vor, zurück für zum Beispiel die Wahl von Radiosendern. Ansonsten seht ihr normale Bedieneinheit für Klimaanlage, Lüftung, Kühlung, nicht links, rechts getrennt, sondern kombiniert. Man kann hier nur einmal die Temperatur wählen, für beide Seiten zusammen. Es ist eine Sitzheizung verbaut, es ist eine Standlüftung verbaut. Also wenn man im Stau steht, kann man hier manuell die Luft von außen aussperren, ansonsten steht er bei uns meistens auf Automatik. Da unten noch die Lüfterregelung, 2 Lüftungsdüsen, und das ist es dann auch. Der Knopf hier links öffnet das Handschuhfach, ganz konventionell, einfach mechanisch. Und natürlich gibt es auch noch gut sichtbar einen Knopf für die Warnblinkanlage. Das wäre es im Wesentlichen. Zum Erwähnt, die Handbremse ist hier elektronisch geregelt, wird über diesen Knopf ausgelöst. Momentan ist sie aktiviert. Wenn ich das Fußbremspedal trete, dann wird sie deaktiviert, wenn ich diesen Schalter betätige. Und so wird sie auch wieder eingeschaltet. Im Multifunktionslenkrad selbst bieten sich auf der linken Seite Regler, mit denen ich typischerweise die Geschwindigkeitsregelung bedient habe. Rechts sind es eher Funktionen für zum Beispiel die Lautstärkeregelung oder Telefonie. Ja, und dieser Bedienungssatellit, der ist ja nun auch schon bekannt. Das ist letztlich die Regelung, mit der man vorwärts, rückwärts, neutral oder eben die Parkposition schalten kann und mit dem man auch das Fahrzeug mit diesem Knopf startet oder stoppt. Das wäre es dann aber wirklich. Mehr gibt es zum Innenraum, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen. Beifahrer haben hier eine Sonnenblende mit Spiegel und der ist sogar beleuchtet. Auf der Fahrerseite gibt es eine Einstellung für die Spiegel. Hier wird zwischen dem linken und dem rechten Außenspiegel ausgewählt. Über diesen Schalter kann man die Spiegel ans Fahrzeug anklappen oder eben wieder ausklappen. Ja, und für die linke und rechte Seitenscheibe gibt es hier den elektrischen Fensterheber. Hier dieser Schalter dient dem manuellen Schalten der Zentralverriegelung auf oder zu. Und das ist der Türgriff. Ganz normal, wie man das... Charger sind wir zwischenzeitlich bei 82% Ladestand angekommen. Er zeigt noch 30 Sekunden bis zur Abschaltung der Ladung. Wir bleiben einfach mal dran und schauen, was dann passiert. Noch 20. Noch 10. Und jetzt sind es plötzlich wieder 40 Minuten. Bei 83% schaltet die Schnellladung ab. Ab hier kann man jetzt mit deutlich niedrigerer Laderate weiterladen. Das machen wir noch ein paar Minuten auf AC. Ich sage noch kurz etwas zur Mittelkonsole.
wie bei anderen BMW-Fahrzeugen auch, verbirgt sich hier ein Platz für ein Telefon. Diese Freisprecheinrichtung hat eine, wie bei BMW üblich, Ladeschale, passend fürs jeweilige Handy. Und nein, die war hier nicht zufällig passend für mein Telefon bereits drin, sondern die habe ich mir von zu Hause mitgebracht. Ich habe ja auch einen BMW, das passte ganz gut. Und so kann ich hier das Handy in der Mittelkonsole laden und auch entsprechend nutzen. Der Lichtschalter ist hier unten rechts, bei einem deutschen Fahrzeug natürlich entsprechend links untergebracht, hat drei Einstellungen, Standlicht und Fahrlicht zur rechten und Lichtautomatik nach links. Das Fahrzeug hier hat meines Wissens Voll-LED-Scheinwerfer verbaut. Da mache ich mir die Mühe, nicht das Licht manuell einzuschalten, der steht immer auf Automatik. Eine Nebelschlussleuchte gibt es darüber hinaus auch noch. Und ganz rechts das Drehrädchen, das hier dient zur Einstellung der Helligkeit des Instrumentendisplays. So, jetzt fahren wir noch schnell das Fahrzeug aussaugen. Ich nehme euch mit zur Tankstelle. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Wenn möglich, bitte wenden. Nach 100 Metern halb links abbiegen. Das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und ein Abo wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.